Moin Leute, es ist soweit. Der Steffen hat mir seine Pumpe zukommen lassen und war scheinbar nicht so sorgsam beim Verpacken, weil DHL meinte wohl, yay, müssen wir nachverpacken. Und die lassen sich da in die Lumpen und brauchen dann natürlich nochmal 2-3 Wochen extra. So, ich hätte gesagt, wir packen das Ding einfach mal aus und gucken mal, was der Steffen uns da so hat zukommen lassen. Bis gleich. Wir haben einmal einen Dichtsatz für einen RSV-Regler. Die Überreste eines Dichtsatzes für eine Reihenpumpe. Ein ausgefülltes Kreuzworträtsel. Und ein Haufen Wochenspiegel, so wie es aussieht, oder irgendeine andere Zeitung. Ich weiß gar nicht, ob der Wochenspiegel so was Saarländisches ist oder nicht. Und eine ausgelaufene Pumpe. Oh, die ist aber schön warm. Ich hatte im Auto gelegen. Ah, so. Ich glaube, da ziehe ich mir direkt mal Handschuhe an. Na, immer noch der kaputte Finger. Wir erinnern uns. Ist für euch jetzt schon ein paar Wochen her, für mich erst ein paar Tage. Ja, ne? So eine halbwegs lieblos drum geschlungene Mülltüte, die verhindert halt relativ wenig. Wir haben hier eine Pumpe von einem Hanomag. In halbwegs Hanomag Blau. Und so viel Öl wieder rausgelaufen ist, scheint die mir auch mit Schmieröl gefüllt gewesen zu sein. Uns ist eine PE. Das heißt, da muss ich erstmal die andere Aufspannvorrichtung für holen gehen. Hoppa. Na, leicht gehen scheint es ja schon mal. Ja, bringt nicht viel, wenn ihr nur meine Schulter seht, ne? Ich gehe mal eine Aufspannvorrichtung dafür holen, obwohl wir können einfach mal den Deckel hier aufmachen. Mal einen Blick reinwerfen. Haben sich auch schon Leute mit einem Flachschraubendreher ausgetobt, ja. Das habe ich ja immer sehr gern. Also ich kann euch ja mal ein Stück näher ranholen. Ihr müsst ja nicht da so auf 10 Kilometer Entfernung alles zugucken. Ach ja. Komm, nehmen wir auch mal ab. Eigentlich sollte man hier auch durchsehen können. Da gehört normal, glaube ich, ein Glas drauf. Das hier ist jetzt irgendwie Alu oder so. Und ich wette, da kommt auch gleich die Brühe angeflogen. Ja, ne? Klassisches Auslaufmodell. Überall läuft die Brühe raus. Machen wir mal den Überlauf ab. Da hängt was drin. Guck mal da. Oh, okay, den müssen wir eh rausholen. Da hat sich Verpackungsmaterial reingedrückt. Das ist schlecht. Naja, aber soweit, innen sieht alles gut aus. Geht auch so leicht, wie sie soll, ja. Da hat jemand sauber gearbeitet, würde ich mal behaupten. Ja, da hat es gerade ein bisschen geknirscht. Da fehlt auch ein Stück in den Stoppanschlag und wir sehen hier, seht ihr das? Moment. Da, ne? Das ist komplett lose. Ja, Verstellhebelbüchse ist das. Tja, ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen, für die mal ordentlich aufzumachen.
sieht es eigentlich beim Lagerspiel aus? Ja, minimales Höhenspiel. Und Seitenspiel, ja. Grenzwertig, aber noch in Ordnung. Tja, da hätte ich gesagt, rufen wir den Steffen doch einfach mal an. Wir haben offizielle Freigabe, ja. Wir dürfen, wir sollen den Kollegen zerlegen. So, der Steffen, der hat ja schon daran gearbeitet. Und ich zeige euch jetzt mal genau, was so die Probleme von dem Ding sind. Zuerst mal hat er versucht, hier die Prallschrauben rauszudrehen. Ja, die Schrauben hier haben einen einfachen Zweck. Die dienen nur, um das Aluminium vor dem Hochdruckstrahl, der an der Seite aus dem Element rauskommt, zu schützen. Weil bei den älteren Gehäusen hat es wohl das Aluminium oben komplett zerfressen über die Zeit. Dementsprechend hat Bosch da dann nachgeholfen. So, wir sehen hier die Büchse hier, die Verstellhebelbüchse. Ja, so müsste das gehen. So darf es nicht gehen. Ja, die hat auch Extremspiel. Die ist ausgeschlagen. Ansonsten, Lagerspiel haben wir schon gecheckt. Und was mir jetzt eben noch aufgefallen ist, da fehlt die Anschlagschraube von der Regelstange. Und so wie das Loch hier aussieht, fehlt die schon länger. Ja. Also hat hier schon mal jemand Spaß dran gehabt. Ja, die hängen auch von schief nach schräg, die zwei hier oben. Und das heißt für mich, in der logischen Schlussfolgerung, wir machen das Ding mal auf. Hier den Anschlag hat auch schon jemand verdreht, dass er auf mehr Drehzahl kommt. Und wir gucken uns das Ding mal von innen an. Ach ja, mein Opa wird mich jetzt wieder erschlagen, wenn er das sieht. Übrigens, wir haben hier Qualitätsmanagement. Mein Opa guckt auch meine Videos. Und ihr könnt mir glauben, der haut mir an den Backen, wenn irgendwas nicht passt. So. Einmal die Mutter vom Antrieb ab. Einmal den Dreiklauenabzieher. Mein Freund und Helfer. Was ich mit dem Ding schon alles abgezogen habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alles, was außen ist, kann man ja prinzipiell direkt am Anfang schon abmachen. Der war gar nicht angezogen, guck mal da. Der ist auch schon etwas malträtiert. Hm. War auch nicht richtig angezogen. Einmal. Zweimal. Gut, dann machen wir als nächstes mal das Reglergehäuse ab und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen, ja. Mache ich hier gerade so auf. Denk mir nichts Böses, ja. Wer sieht's? Richtig, da ist keine Startmengenfeder. Die liegt nämlich hier. Da liegt sie. Ja. Die ist komplett im Arsch. Guckt euch das mal an. Die hat gelitten. Die ist da gut mitgelaufen. Steffen, sei froh, dass das Ding nicht angesprungen ist, ja? Die hat da unten drin Party geschoben und wenn die an die richtige Stelle gefallen wäre, hätte sie ein richtiges Problem gehabt. Vielleicht ist auch deswegen nicht angesprungen oder nicht auf Startmenge gegangen. Ja, deswegen hat es sich schon gelohnt, das Ding komplett aufzumachen.
Die Lager haben es auch dezent hinter sich. Seht ihr das? Moment. Die sind im Eimer. Können wir auch neu machen. Die Unglücksserie reißt irgendwie nicht ab. Ja, die Regelstange, dadurch, dass die ohne ihre Führungsschraube gelaufen ist. Hört ihr das? Das ist, als würde die so hin und her wackeln, wenn man die so bewegt. Ja, als würde die Schlangenlinien laufen. Und zudem lose, lose, lose. Hier hängt irgendwas. Ja, also den kann ich mit einem Schraubendreher nach oben drücken. Aber er kommt nicht nach unten raus. Und hier hat auch jemand ein paar verpasst gekriegt. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Da. Ich nehme an, das ist der eine, den Steffen am Anfang nicht rausgekriegt hat. Hm. Gut, ich nehme jetzt mal den Rest raus und dann gucken wir uns die ganzen Sachen mal an. Es häuft sich, ja. Erstmal das hier. Das sind entweder die alten Ohrringe. Ja, so hart wie die sind, sind das die alten Ohrringe. Das sind die alten Ohrringe. So. Zweitens, das ist eine C-Ausführungspumpe, ja. PS4A60C. Das hier, das sind die Bronzescheiben von der D-Ausführung, ja. Die von der C-Ausführung. Die haben nämlich noch den Kranz außenrum. Ne? Die sehen nämlich so aus. Das ist das, was ich immer sage. Ja? Selbst Teile bestellen. Ja? Ihr könnt euch eure eigenen Teile bestellen. Ja, das funktioniert schon. Nur fehlt da einfach vielen Leuten, den meisten Leuten die Expertise, was wo reinkommt. Und im ersten Moment sieht das ja auch so aus, als würde das passen. Ja. Hier, Thema Druckventil. Ja? Da ist kein neuer O-Ring drauf. Und hier auf dem Druckeranschluss ist auch kein neuer O-Ring drauf. Die wäre nach außen hin wäre die nicht dicht geworden. Ja? Nur als Beweis, das Druckventil. Ja? Seht ihr das? Ja, ihr seht's. Komm, Kollege, stell scharf. Das hier. Das ist ein Distanzstück. Und das bestimmt, wie weit dieser O-Ring hier auseinandergequetscht wird. Ja? Der übrigens steinhart ist. Also das ist definitiv der alte.
Ist ja fast nicht runter. Also die wäre eh nicht dicht geworden, ja. Da kannst du einen passenden Dichtsatz für eine Armpumpe kaufen und hast trotzdem die falschen Teile. Das ist das, was ich immer sage. Ja? Überlass die Sachen den Profis oder fragt den Profi, welche Teile ihr braucht. Ja? Deswegen auf meiner Website unten Kontaktformular, beziehungsweise auf der Seite direkt, die erste Seite, da ist, wenn ihr runterscrollt, das Kontaktformular. www.schraubershop.com oder in der Videobeschreibung, da findet ihr es auch. Oder ich kann es sogar verlinken hier und dann fragt ihr bitte, was ihr braucht und dann kann ich euch auch die richtigen Sachen geben. Dann passt das auch. Schlechte Neuigkeiten überbringe ich ja immer sehr ungern. Ich habe doch eben gesagt, die Regelstange fühlt sich so komisch an. Da. Seht ihr das? Die zwei blanken Stellen da? Ne? Wohl auch vom Ausbau. Also, die Pumpe hier hat nicht die Liebe gekriegt, die sie gebraucht hat. Schade. Aber naja. Ich meine, Steffen hat das ja auch mal nur irgendwann vor Ewigkeiten in einem Lehrgang mal mitgemacht. Das kann ihm wirklich keiner übel nehmen. Es ist halt ein sehr eigenes Umfeld mit Einspritzpumpen. Dann mache ich mich mal ans Putzen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Denkt dran, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch selber schon mal an sowas versucht habt hier. Ja, ist ja, irgendwie meint man ja oft, also habe ich das Gefühl, dass viele meinen, es wäre keine Hexerei. Ist es im Prinzip auch nicht, aber es gibt halt so viele Feinheiten zu bedenken. Ja. Ich bin froh, dass mein Opa es mir gezeigt hat und vielleicht kriege ich ihn irgendwann mal dazu, auch in einem Video aufzutreten. Da hat er irgendwie nicht so die Lust zu, warum auch immer. War ja auch schön für mich, wenn er mal irgendwann nicht mehr ist, so als Erinnerung. Aber was will man machen? Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, damit ihr den nächsten Teil nicht verpasst. Und schaut mal bei Steffen vorbei. Ich werde seinen Kanal in der Infobox verlinken. Und lasst ihm auch mal ein bisschen Liebe da. Wie sagt man so schön, Support ist kein Mord, ja? Ich wünsche euch was. Euer Dominik.